Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Wir brauchen unseren Papageienflug. Ich werde lieber hier warten. Bitte, ja, ich bin hier gleich zurück. Glaube ich. Brauche den Papageienflug und muss mal hier eine Klinge besorgen. So, schön hier Rüben. Schön hier Rüben besiegen. Wow. Okay. So, jetzt aber. Damit sie nicht runterfällt und wir das Fleisch noch kriegen. Hui, es leckt. Langsam, langsam. Bitte kriegen sie sich wieder ein. Horuk. Wow. Horuk. Ich denke mal, es lädt gerade die Höhle. Noch eine Ratte. Wie sind die Ratten hier rübergekommen, bitte? Die können ja nicht fliegen. Wahrscheinlich haben sie einen winzig kleinen Zugang irgendwo. Es geht da wahrscheinlich nicht runterfallen. Das wäre vorteilhaft wahrscheinlich. Ah, da drüben ist noch was. Warte. Da noch vorher rüberlaufen. Das hat so ausgeschaut. Da ist gar nichts. Das hat jetzt von da drüben ausgeschaut, als wenn hier so eine Jade oder so wäre. Oh. Lol. Jetzt sind wir bei König Arthur. Mehr oder weniger. Ein Knochenschleifer. Sehr gut. Jetzt können wir hier runter. Hüpf. So. Jetzt muss ich nur noch meinen Freund holen. Da ist er schon. Jetzt können wir wieder raus. So. Doch, da wartet er schon. Hallo, schau, was wir hier haben. Die Klinge ist da, für dich. Ich habe die Klinge gefunden. Ja. Du hast es echt geschafft? Beeindruckend. Gib sie mir. Ich denke, als Finder steht sie mir zu nah. Wenn du mit den Konsequenzen leben kannst, nur zu. Ich mache dir ein Angebot. Hier hast du sie. Nimm. Hier hast du sie. Danke. Hier, nimm das Gold als Belohnung. Oh, Wow. Sieht ja ganz schön mitgenommen aus. Ich werde sie wohl erstmal wieder schärfen müssen, bevor sie ihren alten Glanz zurückerhält. Mach nur. Cool, haben wir sogar unterm Strich mehr gewonnen. Jura! Sehr, sehr gut. Karte. Wir waren jetzt hier. Jetzt könnten wir uns auf den Weg machen hier rauf und hier rüber. Okay. Also, den Weg wieder runter. Habe ich gespeichert? Ich glaube nicht, ne? Ich gescheite Frau. Das wäre schon nicht schlecht. So. Dann. Langsam. Nicht, dass wir sterben. So. So. Und so. Und so. Sehr gut. Wow. Gut, jetzt brauchen wir den Weg hier. Quack, 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 quack. Quack, quack. Ui. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Mal schnell hochsaufen. So, und zack. Sehr gut. Danke. Quack, 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 quack. Kann ich hier schon hoch? Können schon, aber da ist nichts, glaube ich. Nein. Quack, 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 quack. Ja, ja. Quack, 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 quack. So. Ui. Die Viecher gibt es wirklich. Ein Drachenschnappi ist hier. Autsch. Ein Drachenschnappi ist hier. Und das macht man kaputt. Den Gothic 2 hat mir besser gefallen. Das war. Die waren so schön schwarz mit Stacheln. Die waren schön animiert. Halt. Entschuldigung, ich wollte die Schädelblüte. Gehst du mal kurz auf die Seite? Danke. So, lala. Hoppala. Das war verkehrt. Ja, hier rauf. Zuerst könnte ich noch hier. Ja, okay. Zuerst könnte ich noch hier versuchen. Aber waren wir jetzt nicht schon da? Nein, da waren wir noch nicht.
will nur schauen, ob es hier Pflanzen gibt, die ich mitnehmen kann. Das mit diesen Baumstämmen ist halt, ist auch cool. Eine Schädelblüte. Danke. Das mit den Baumstämmen hier ist cool, finde ich. Eine Ratte, da hätte man noch ein Lüchschen. Da hinten krebst auch noch was rum. Noch so ein Sumpfgolem. Okay. Bäh, bäh, bäh. Bäh, bäh, bäh. Sich gar nicht wehren. So. Danke. Gleich mal ausgerottet. Die ganze Gattung Sumpfgolem. So, ja. Die kleine Ratte natürlich, die tut mir nix. Das heißt, der Lux ist das Haustier von diesem Sumpfgolem, theoretisch, ne? So, dann können wir noch hier rüber. Wow. Da haben wir so ein Trampeltier wieder. So ein Trampeltier ist falsch. Rama. Bäm. 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 Aua. Gut gemacht, das Biest ist tot. Ja, tut leid. Und eine Truhe. Vielleicht hätte er uns gar nicht angegriffen, wenn ich nichts gemacht hätte. Aber ja. Ich bin halt eine brutale Sau. Ja. Grog und Schrott. So. Da waren wir schon. Was haben wir da? Achso, ein Gürteltier. Gottes Willen. Jetzt habe ich schon gedacht, hä, was ist das für ein Viech? Pass auf! Oh, eine Ratte. Eine Ratte. Nein, das wollte. Dankeschön. Danke. Jetzt kannst du da runterlaufen und das Fleisch holen. Geht schon? Lauf! Warst nicht so blöd stehen jetzt hier. Kannst du holen gehen? Traut er sich jetzt nicht, oder was? Langsam, 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 langsam. Muss ich wieder machen, ne? Ist eh klar. Hauptsache, du schmeißt's runter. So, ich muss jetzt hier lang, glaube ich. Ja. Oh, da ist noch ein Drachenschnappi. Oh, ruck. Ja, mein Begleiter ist ein Hohlkopf. Der kommt gleich. So. Ja, wo ist er denn? Hallo? Hallo? Wo bist du denn? Hm? Er wird wohl irgendwie da, ne? Oder auch nicht. Ah, da ist er schon. Servus. So, kurz Karte schauen. Da waren wir schon. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich hier endlich mal so rauf. Ah ja, speichern wäre gut. Richtig. Speichern wäre ganz gut. Dann schauen wir uns das, ich muss mich kurz anders hinsetzen, dann schauen wir uns das da oben jetzt mal an. Ich werde ein bisschen Proviant essen. Proviant. Danke. So. Schauen wir uns hier um. Da haben wir wieder so ein Luxi. Bei uns gibt es nur Artensterben, echt. Halt, 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 halt. Jawohl, Glück gehabt. Puh. So, dann hier rüber. Und hier rauf. Da haben wir noch so ein... Ha? Hä? Servus. Würde der uns weh... Ah doch, er tut uns weh. Okay. Ich wollte es mal testen. Zack, zack. Zack, ich wollte es mal testen. Oh.
den Kampf. Ich wollte es mal testen, ob uns wirklich was antut. Da oben tut jemand Holz hacken, oder? Oh, ein Alligator-Schwung. Diesmal ist er im Busch versteckt. Ich hatte gerade Mittagsschläfchen gemacht. Au. Und ein Drachenschnappi auch noch. Alter, was ist denn da los? Mistviecher überall. Unfassbar. So. Ist jetzt mal Ruhe hier? Unglaublich. So, Gott sei Dank sind wir schon so stark. Das wäre sonst ein bisschen ungut gewesen für uns. Wir haben ja gerade als Alligatorfutter geändert. Und Drachenschnappi-Futter. Das wäre nicht so angenehm gewesen. Den habe ich gelootet, ne? Ja. Alter Schwede, ne? Wo sind wir jetzt? Hm, hier. Kann ich zu dem Haus darauf? Ja. Weil ich habe da jemanden arbeiten gehört. Aha, Spinnenviecher. Au. So, bist du dran, du Mistviecher. So. Spinnen. Geht ja. Hier so und da so. Zusammen schaffen wir das. Alter. So. Spinnen. Und was ist mit dir? Die ist tot. Okay. Das ist ein richtiger Piraten-Totenkopf, ne? Wohnt hier jemand? Eine Spruchrolle ist da. Das ist wieder so eine Mine, ne? Ein Bettchen. Oh ja, ein Bett wäre gut. Bis zum nächsten Morgen pennen mal. Das wäre nicht schlecht. Aha, wir sind schon wieder... Na, ich dachte schon, wir sind im Geist. Geisterreich wieder. Okay. Warum? Spitzhacke? Sieht nicht so aus, als lebt hier noch etwas, das sprechen kann. Die haben es hinter sich. Schaut echt so aus. Golins. Kein Zweifel, Golins. Das waren die Schattenbiester. Ja. Armes Schwein. Die zerstörte Mine, okay. Hey, warte auf mich! Ja, ja, passt schon. Das ist auch scheinbar eine Quest, die ich machen müsste, ne? Nein, ist ja wurscht, ne? Was mit einem Hammer? Au! Höllenhund getötet, Schergen und Skelette. Okay. Das Dämonenvieh steht nicht mehr auf. Ja. Gut. So, das Geisterschwammerl. Halt. Ein Meißel. Der Arme tut mir echt leid. Die Viecher gibt es wirklich. So. Ich sollte mich mal für einen Gang entscheiden. Ich werde mal mit links wieder beginnen. Halt, da kommt noch jemand. Skelettis. So. Bam. Und der ist hin. Oh, Alter. Der ist hin, jawohl. Jetzt der andere. Und der ist auch erledigt. Passt. Können wir schon looten. Looten. Ach, du Heilige, ne? Aber der war alleine hier, der arme Magier? Da kann ich nichts ausrichten. Oder wir finden weiter hinten noch mehr Leichen. Das könnte auch sein. Hoppala. Entschuldigung, bin gerade mit der Kamera. Verrutscht, weil ich meine Hand etwas bequemer richten wollte, also legen wollte. Tatsächlich, da sind sie schon. Tote Gnome. Ja, ja. Magischer Kristall. Unten ist so ein Höllenhundviech. Zusammen schaffen wir das! Und Scherge natürlich. Der ist schon. Brauchst nimmer. Denn der jetzt von mir aus noch, ja. Ja.
Au. Au. So. Husch. Der ist erledigt. Passt. Hoppala. Jawohl. Das so ist viel steht nicht mehr auf. So, Schergen haben wir schon mal alle. Sehr gut. Minenwache. Den hat es leider auch erledigt, also erwischt. Der ist erledigt, so wollte ich sagen. Da geht es aber tief runter. Hier haben wir eine Truhe. So. Golderz und Goldpfanne nehmen wir auch alles mit. So, den Hammer auch. Hier haben wir noch einen Armgnom, einen Geisterpilz, ja, eine Voodoo-Puppe, okay. So. Dann würde ich sagen, bleiben wir noch kurz hier unten. Ich zücke mal meine Waffe, wobei hier ist, glaube ich, derweil nichts. Da ist noch ein magischer Kristall und ein Pilz. Ich werde mal schnell was essen. So. Oh, natürlich ein Kristall. Vorkommen. Das nehmen wir auch mit. Ist eh klar. So. Von wo sind wir gekommen? Von da drüben, ne? Habe ich da oben jetzt schon eigentlich mal alles erkundet? Ich glaube nicht, ne? Da gibt es so viele Abzweigungen. Schwammi noch. So, da oben war ich jetzt noch nicht fertig. Also schön mit der Reihe nach. Oh, hallo. Ein Skelett. Bam. Bam. Zack. Passt. Der ist erledigt. Schlangenwurz. Ein bisschen was trinken werden wir mal. Das ist schon abgestanden, das war's, aber macht nichts. Ist ein bisschen würzig. Das Buch ist nichts für uns. Skelett und Gnömchen werden wir ernten. Ernten, ja. Ausrauben, ausplündern. Das Gold hier nehmen wir mit. Also das Golderz. Jo. Ich glaube, dann hätten wir es hier. Können wir wieder weiter runter. Übersehen tue ich sicher wieder was irgendwo. Aber solange es noch in einem erträglichen Rahmen ist, hoffe ich, könnt ihr es mir verzeihen. Halt. So, da war ich jetzt schon, ne? Ja. Jetzt geht es entweder weiter hier. Ich werde mich zuerst da umschauen. So eine Ratte, mein Gott. So, zuerst hier umschauen und da. Ja. Da haben wir schon Gesindel. Und Skelettchen. Ah, dann sind wir fertig hier, ne? Dann müssten wir hier alle geblättet haben. Die Schatten haben die ganze Mine entvölkert. Ich muss mich beeilen, sonst gibt es bald niemand mehr auf dieser Insel. Ja. Gnom. Hier ist ein Bettchen, da hat wahrscheinlich ein Gnom drin gewohnt. Der wahrscheinlich. Hier ist auch ein Schlafzimmer. Aber keine Truhe. Was haben wir hier oben? Da haben wir eine Truhe. Die machen wir gleich auf. Zack, 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 zack. Was haben wir Schönes drinnen? Eine Schattenklinge, Golderz und eine Spitzhacke. Aha, da ist ein Fusel. Das Buch ist auch für nix. Okay. Halt. Okay, hier ist auch nichts drin. Ho, ruck. Wow. Puh, damit habe ich jetzt nicht gerannt, dass ich nicht oben bleiben darf. Das war jetzt aber nicht nett. Da muss ich hier rauf. Oder ging es hier runter? Ah, hier ging es runter. Da drüben war ich
Aber noch nicht, oder? Ich sollte speichern, bevor ich nochmal versuche, sonst muss ich rüberfliegen. Ja. Das war jetzt echt komisch. Halt. Na, geht wirklich nicht. Geht wirklich nicht. Dann muss ich das von hier rüben probieren. Na, ich muss einfach rüberfliegen. Okay. Einfach rüberfliegen, dann passt das schon. Gut. Ich werde lieber hier warten. Ja, warte kurz. So. Einen Krug. Noch ein Bettchen. Noch eine Minenwache, eine Tote. Hä, wie bist du jetzt hergekommen? Okay. Mysteriös. Dann hier, soweit ist nichts. Okay. Hier drüben war auch nichts. Okay. Hier haben wir noch ein Geisterpilz. Wow. Du Mistviech. Eine echte Plage, diese Insekten. Ja. Das kannst du laut sagen. Hier haben wir noch einen schönen Kristall. Den nehmen wir auch mit. Und dann können wir auch die Mine hier bald als abgeschlossen sehen. Und können den Magiern dann auch hierüber Bericht erstatten. Hier ist nichts versteckt. Da ist scheinbar auch nichts versteckt. Hier haben wir noch schöne Goldader. Sehr gut, sehr gut. So. Dann sind wir hier auch schon fertig. Sehr gut, sehr gut. Schwuppdiwupp. So, ich speichere lieber. Weil, für den Fall, dass ich hier sterben werde. Da geht's. Interessant. So, das zu dem. Nix wie raus hier. Da sind wir jetzt soweit fertig. So, jetzt fehlt nur noch der Monolith, ne? Wieder noch. Also, wieder mal. So. Wo sind wir da? Hier. Das Haus wollte ich mir noch anschauen. Das soll hier raufführen. So. Hier oben irgendwo. Halt. Komme ich hier schon rauf? Theoretisch. Oh, ruck. Ja. Was haben wir hier? Shax ist hier. Hast du nichts zu tun? Shax wohnt hier. Okay. Okay. Da hat die Felsspinne getötet. Gut. Shax ist hier. Alles klar. Gut zu wissen. Okay, die einfache Variante ist es nicht. So vielleicht. Okay, nein. Nur bis zu der 4. Dann so. Nein, aha. Das ist so. Dann so. Dann so. Auch nicht. Okay, das ist komplizierter als gedacht. So vielleicht. Jetzt haben wir's. Okay. Puh. Alter Schwede. Expeditionsflinte. Okay. Die macht 60 Damage. 15% Crit, Reichweite 25, Munition, Kugelfähigkeit, Musketen beeinflusst, Trefferchance. Hoppala. Ja. Musketen plus 5. Hiebwaffe nix mehr. Gut verarbeitet, hohe Reichweite und höchste Präzision machen diese Muskete zu einer Wahl bei. Zur ersten Wahl bei Kundschaftern. Wurfdolch. Wurfdolch, Gold, Knochen, Rezept für einen Trank des Diebes.
Ja, Schlösser knacken, Taschendiebstahl, Treffsicherheit. Deine Finger werden geschickter und du bist in der Lage, selbst den kompliziertesten Schlössern zu knacken. Nimm alles mit. Hui. So. Da hinten, haben wir da noch was? Nö. Nö. Im Haus vielleicht? Nur ein Bett, eine Spruchrolle. Rost. Teleportstein. Tada. Sehr gut. Halt. Eine Geisterblume. Okay, es sind Scavengers. Die machen wir auch gleich platt. Was ist denn das für eine Ruine? Ach, ist das das Kloster? Hä? Komm mal. Kloster sei es, das Magier-Dings. So nah ist er. Das traut er sich. Okay. Ja, das sind die Magier hier, oder? Bin ich blöd? Bin ich nicht doof, ne? Na, das passt schon so. Okay. Da wäre noch eine Höhle. Da können wir noch raufschauen. Und dann müssen wir den Monolithen noch machen. So. Also, dann gucken wir mal hier rauf, ne? Da waren wir nämlich auch noch nicht oben. Zusammen schaffen wir das. Andernfalls sperren wir schon wieder. Spinnen. Ja, ja. Schädelblüte. Oh mein Gott. So, ich muss mal einen Kock trinken. Au. Au. So, jetzt ist aber genug. Du Mistviech. Au. Ist jetzt mal genug? Alter. Ein Hieb. Passt. Blödes Mistviech. So. Eine Feuerblume. Boah, da hat sich einer was schlimm auseinandergenommen. Gleich den Geldbeutel mit zerfetzt. Pokal. Noch mehr Gold. 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 Fertig mit Gold? Ja. Katschin, katschin. So. Dieses Spinnenviech ist erledigt. Also da oben. Ein Spürmerschauer. Zack. Ja, ja, das war ein Kampf. Ja, sehr, sehr schwer. Aha. Ein Gnom. Okay, wo sind wir hier? Ist das jetzt hier auch eine Mine? Guten Tag. Was läufst du hier herum? Geh arbeiten. Warum bin ich hierher gekommen? Darum bin ich hergekommen. Du hast mir keine Befehle zu erteilen. Na, darum bin ich da. Darum bin ich hergekommen. Na, worauf wartest du denn noch? Sieh zu, dass du dich nützlich machst. Ist der immer so unfreundlich? Ja, nimm es ihm nicht übel, er hat hier einen richtigen Scheißjob. Hey, ich stehe auch noch hier. Was ist deine Aufgabe hier? Was ist deine Aufgabe hier? Typen wie dich zur Arbeit treiben. Ah. Ich bin der Chef hier. Jeder denkt, er könnte in die Mine spazieren und dann wieder verschwinden. Von wegen. Scheinst du ein ganz harter Knochen zu sein. Warum bist du so schlecht gelaunt? Ja. Warum bist du so schlecht gelaunt? Weil ich es kommen sehe, dass wir unsere Liefermenge verfehlen werden. Ich lasse hier im Akkord Kristalle fördern. Aber wen stellt man mir dafür zur Seite? Eine Handvoll verlauster Gnome. Also, hilfst du mir jetzt oder willst du mich noch weiter vollquatschen? Ich brauche jemanden, der den Gnomen die Hammelbeine langzieht. Aha, kannst du mir was beibringen? Welche Gnome benötigen meine Hilfe? Welche Gnome benötigen meine Hilfe? Hilfe? Pah. Einen Arschtritt brauchen die. Aha. Ich kenne ihre Namen nicht. Verwechsel die Stinker sowieso ständig. Ich weiß nur, dass es 5 an der Zahl sind. Frag Faris, wenn du mehr wissen willst. Wo hält sich Faris auf? Wo hält sich Faris auf? Geh in die Mine und halte dich rechts. Dann solltest du ihn finden. Okay.
Wenn ich dir helfe, erwarte ich auch eine Belohnung. Ich sehe mal nach den Gnomen. Ja, ja, genau. Ich sehe mal nach den Gnomen. Gut. Hör dir an, was sie zu sagen haben und kümmere dich darum. Erstatte mir unverzüglich Bericht, wenn du fertig bist. Jawohl. Ja, ja. Lass mich nur machen. Belohnung. Wenn ich dir helfe, erwarte ich auch eine Belohnung. Natürlich erwartest du die. Jeder erwartet hier etwas. Aber um etwas kriegen zu können, muss man erst einmal etwas geleistet haben. Richtig. Erst dann werde ich dich entlohnen. Jawohl, bring mir was bei. Kannst du mir was beibringen? Nur gegen Gold, damit das klar ist. Umsonst mache ich gar nichts. Außer Prügel verteilen, wenn einer meiner Arbeiter nicht spurt. Ja, ja, haben wir schon verstanden. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Na? Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!